Heute kümmern wir uns ja um Tortellini mit der Käsesoße. Also in erster Linie geht es um die Käsesoße, weil die Tortellini sind eh aus dem Kühlregal. Ihr könnt dazu natürlich auch Nudeln machen oder die Käsesoße für irgendwas anderes benutzen, für ein Reisgericht, wie auch immer. Ja, und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und zwar, wir kümmern uns jetzt um die Soße. Hier lasse ich jetzt schon mal die Tortellini erhitzen. Wir brauchen Butter, dazu gebe ich schon mal Knoblauch. Ich habe hier übrigens schon etwas Gemüsebrühe. Man könnte aber auch Weißwein nehmen. Einfach, was man mag. Dann brauchen wir Mehl. Dann löschen wir das Ganze mit dem Weißwein oder der Gemüsebrühe ab. Dazu kommt dann noch Sahne. Dann kommt der Parmesan dazu. Dann geben wir Petersilie dazu. Pfeffer. Mit dem Salz muss man halt dann gucken, je nachdem wie viel Gemüsebrühe man halt genommen hat. Muss man halt dann abschmecken, damit das Ganze dann nicht zu salzig ist. Aber das war es im Prinzip dann auch schon. Muss jetzt halt warten, bis der Käse geschmolzen ist. Ich teste jetzt mal bei mir die Note wegen dem Salz. Ein kleines bisschen, aber nicht viel, aber schmeckt mega. Mega. Ja, mehr gibt es eigentlich hier auch nicht dazu zu sagen. Ich nehme jetzt mal hier eine Tortellini. Einfach genial. Schmeckt mega. Also ich kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!